Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 18 Tage bis Ostern. Heute gehen wir zu einer Frau, die im Alten Testament erscheint. Ihr Mann ist tot. Die Gegend um sie herum ist fast wie tot. Eine große Hungersnot und Dürre bedroht das Land. Es ist fast nichts mehr zum Essen da. Der Tod steht vor ihrer Haustür. Sie hat fast nichts mehr zu essen und sie weiß, sie wird in Kürze das letzte Mal zubereiten für sich und ihren Sohn. In der Situation klopft der Prophet bei ihr an, der Prophet Elia, und bittet sie darum, um etwas zu essen. Das ist, gelinde gesagt, mehr als unverschämt. Das ist unverfroren, das ist unglaublich. Noch unglaublicher, dass diese Witwe bereit ist, von dem Letzten, was sie hat, noch etwas abzugeben und das an einen Fremden, mit dem sie nichts zu tun hat. So ist der Elia. Was wäre er ohne diese Frau, deren Namen uns noch nicht mal bekannt ist, nur dass sie aus Sarepta kommt, einem Ort, wo Juden eigentlich nichts zu suchen haben, in der Fremde. Und das Wunder geschieht. Gott lässt den Topf, die Vorräte der Witwe, nicht ausgehen. Öl und Mehl, sie gehen nicht aus. So weit, so gut. Doch dann stirbt der Sohn. Und die Frau sucht ihre Schuld bei sich, bei ihren Sünden, bei ihren Verfehlungen. Elia kommt und wendet das Blatt. Er erweckt den toten Jungen zum Leben. Erst dann, erst in diesem zweiten Schritt, erkennt die Frau aus Sarepta, wer Jahwe wirklich ist. Sie kann es wahrscheinlich nicht fassen, dass das alles geschehen ist. Und es ist letztlich ein Ausblick auf das Neue Testament, auf die Gnade, die uns Christus schenkt, die Gnade, die eben nicht darauf schaut, was ich alles falsch gemacht habe, sondern die Gnade, die verzeiht, und zwar vom Kreuz her. Wir sehen im Hintergrund, hinter mir, so ein Kruzifix aus Bauernhand geschnitzt vor über 100 Jahren. Eine Erinnerung daran, dass das Kreuz uns ruft zu Gnade und Barmherzigkeit eben auch gegenüber den Fremden. So lies heute aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 17, die Verse 1 bis 24. Verbringe Zeit darüber nachzudenken und mit Jesus zu besprechen, was du Gutes tun könntest für fremde Menschen. Bete für die Fremden, die hergekommen sind. Bete dafür, dass unser Land insgesamt in Gänze noch barmherziger wird, noch stärker diese Menschen in den Blick nimmt und nicht sich selbst überlässt, sondern weiterhin Gastfreundschaft übt, auch wenn es manchen zu viel wird. Jesus Christus, bist du nicht zu viel. Sei gesegnet in diesem Tag.